In den sonnigen Hügeln des Markgräflerlandes im äußersten Südwesten Deutschlands liegt das Dorf Holzen. Im Jahr 1249 hieß das Dorf noch Holzhain. Holzen hat den Beinamen Storchendorf. Seit 1979 wurde auf einem kostenlos zur Verfügung gestellten Grundstück ein Storchengehege erstellt. Durch die Winterfütterung gab es für die Störche keinen Anlass mehr, sich auf den gefährlichen Zug nach Süden einzulassen, und etwa 20 Nester sind ganzjährig besetzt. Viele Störche bleiben dauerhaft hier im Markgräflerland, wo sie heute wieder auf vielen Kirchtürmen heimisch sind. Das Gehege betreut etwa 30 Störche. Die Finanzierung erfolgt durch Spenden und die Einnahmen aus dem all zwei Jahre durchgeführten Storchenfest.